Hallo ihr Lieben, willkommen in meiner Werkstatt auf meinem Kanal und zum nächsten Projekt. Ich habe vor kurzer Zeit, ich glaube das war letzte Woche, habe ich mir, weil mir das gut war, aus dem Internet von Thinkiverse eine Vorlage für so einen Batteriespender für AA und AAA Batterien runtergeladen und habe das auf meinem super am 3D-Drucker ausgedruckt. Und es war gar nicht witzig, weil, wenn wir uns das mal hier angucken, das ist ziemlich krumm geworden, das ganze Ding. Den Deckel habe ich mir dann selber noch entworfen und habe den da drauf gepackt, dass wenigstens ein bisschen lustig ist, aber das hier ist alles total schief. Also Mist. Bestenfalls Mist. Und da habe ich mir überlegt, musst du nicht aus Plastik machen, das sind wirklich Sachen, die kann man aus Sperrholz machen. Und dann habe ich mir das hier besorgt. Das ist so ein Batterietester. Schön klein. Und dann habe ich mir das ausgedacht. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich werde es mal versuchen zu bauen. Und zwar aus Sperrholz. Wenn dich das interessiert, dann musst du jetzt dabei bleiben. Das geht nämlich jetzt los. Sofort. So, ich habe was gefunden. Das ist ziemlich dünn. 3 mm würde ich sagen. Aber schön stabil. Und das nehme ich für das Gehäuse von dem Zeug. Rückwand und Boden werde ich aus etwas stärkerem Material machen. Reststücke. Wer kennt das doch? Das dürften jetzt 5 mm sein. Muss ich jetzt mal gucken, wie das überhaupt hinkommt. Also, die Sache ist die. Das muss ich euch an diesem Beispiel erklären. Und zwar wird das ja fast genauso wie das, was da steht. Ne? Da kommen die AA, dreimal A rein, hier kommt die zweimal A rein. Rechts und links hier an diesen Ausgabeschacht kommen jeweils Kontakte dran, dass wenn die Batterien da reinlaufen, dass die den Kontakt bilden. Und dann kommen hier noch Tasten hin, entweder eine oder zwei, muss ich mal sehen. Und je nachdem, wie ich dann drücke, zeigt er hier oben gleich an, ob diese Batterie noch brauchbar ist oder nicht. Also da brauche ich nicht erst hier fummeln und rausfallen lassen, checken, rausnehmen. Das ist der Plan. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Weil das Ding kann ich da vorne nicht einfach einbauen. Das wäre zwar schön, aber also müsst ihr euch das so vorstellen. Das soll ungefähr so hin, so auf die Höhe. So. Und hier dann irgendwie entweder hier Taster, da und da. Oder halt nur in der Mitte ein zentraler über 2 Sperrdioden. Dass die sich dann nicht gegenseitig beeinflussen, weil das liegen ja immer 2 in diesem Ausgabeschacht drin. Und dann muss ich natürlich noch beachten, dass man die Batterien richtig rum reinlegt. Also wenn man den Plus und Minus, ich meine, das sind zwar Schutzdioden drin, die zeigen dann halt einfach nichts an. Gut, also ich versuche jetzt erstmal hier ein paar Maße zu ermitteln. Ich hole euch dann wieder dazu. Alles klar, bis gleich. So, ist jetzt scharf. Total scharf. Also, ich habe mir jetzt das ganze Zeug hier angezeichnet. So Rückwand, Seitenwände. Zwischenwand habe ich noch nicht. Diese werde ich jetzt erstmal mit dieser schönen, scharfen, dünnen Säge versuchen, das zu trennen. So, ihr Lieben, ausgesägt ist es jetzt grob. Und jetzt versuche ich das mal so zusammen zu frickeln. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ich klebe das jetzt nur so mit Klebeband. Sag mal. So, naja, so ungefähr. So. Das dann dahin. Dann muss hier vorne noch eins davor. Und da müsste jetzt irgendwie unten noch so ein Dings rein, so ein Griff, also so ähnlich wie hier. Ja.
dass ich das entnehmen kann. Aber das kann ich dann auch noch mit der Laubsäge raussägen. Das ist nicht so kritisch. Wichtiger ist, dass die Batterien passen. Tun sie, guckt mal. Ist sogar noch ein bisschen breiter. Also, hier kommen ja noch die Kontaktfedern dazwischen. Mal sehen, was brauchen wir jetzt. Hinten brauchen wir noch so eine Schräge drin. Genau, ja. Da muss ich unten noch was anschleifen, aber so sieht es dann aus. Dann kommt das hier vorne noch dran. In der Mitte kommt, wo ist es diesmal wieder hin? Ah ja, hier. In der Mitte kommt das rein. So, so weit, so schlecht. Oder so gut, je nachdem. Wie gesagt, muss alles noch zugeschliffen werden. Das ist jetzt alles nur Pi mal Daumen. Ich habe jetzt hier hinten so ein Dingens reingeklebt und hoffe, dass das hier jetzt so, genau, so soll das dann drauf. Jetzt werde ich erstmal, weil es so schön geht, ich bin heute total anders als sonst. Ich mache das heute mit Sekundenkleber. Jetzt dürft ihr gerne sagen, bäh, das macht man nicht, ist mir wurscht. Ich mache es trotzdem. Weil diese kleinen Verbindungen hier, da extra Holzleim und so, das ist, nee, das bringt es nicht. Mal überlegen, das kommt so. Das kommt da dran, aber das kommt da dran. Jetzt hoffe ich, das stimmt. Schauen wir mal. Falsch. Ist falsch, ist falsch, ist falsch. Muss nicht da dran, sondern hier dran. So, nochmal. So richtig verstehe ich das jetzt noch nicht. Ach, das ist ja hier innen. Ach, kack. Das ist nicht gut. Das muss da rein, ja. Ja. Das ist natürlich nicht so der Brüller. Das lässt sich bestimmt noch reparieren. Naja, das war's nicht. Gut. So. Borscht. So. So, mal sehen. Passt. Passt. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. Dann können wir das hier schon reinmachen. So ist es jetzt erstmal schöne. So, das kommt dann so dran. Und dann haben wir schon mal die. Mal sehen, ob das passt. Einmal frei. Sehr schön. Gut. Und dann fehlt hier vorne nur noch das Kästchen mit dem Dingens hier drauf. Irgendwie so schräg. Und natürlich hier diese ganzen Ausschnitte. Das ist auch noch wichtig. Okay, dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal eine Pause. Jetzt muss ich nämlich erstmal meinen Junior von seiner Erkundung der neuen Freiheit abholen. Sprich, er hat heute Jugendweihe gehabt. Und naja. Er ist jetzt unterwegs. So, Seitenteile noch rein, fertig. Jetzt muss das Ding nur noch passen. Mal sehen. Oh, haut hin, das muss ich noch ein bisschen verlegen, aber ja, es haut hin, ist dann so vorne drauf.
So, so sieht es jetzt aus. Das war hier hinten noch ein bisschen zu tief. Da habe ich jetzt noch eine Platte drunter gemacht. So, dann passt das jetzt auch. Dann ist das schön plan, legt das dann auf. Natürlich so. Das kommt dann hier irgendwie hin. Da kommen diese drei Drähte hoch. Ich mache es jetzt so, dass die Pluspole definitiv in der Mitte sein müssen. Und dann links und rechts Minuspole und dann ist gut. Dann mache ich jetzt erstmal hier diesen ganzen Stromkram mit den Kontakten und so und schleifen. Weil hier muss ich noch einiges schleifen und machen und so. Und natürlich auch noch lackieren und das ist noch ein bisschen zu tun. Also los geht's. So. So, jetzt muss ich ein bisschen Elektronik reinmachen. Also, naja, Elektronik, naja. Also, ich muss mal. So, das Ding habe ich jetzt soweit drin. Das macht richtig schön Knack-Knack und da ist wahrscheinlich irgendwie Kleber mit reingekommen. Es funktioniert auch als Taster, aber so sieht es jetzt innen aus. Ist jetzt nicht der Bringer, aber es hält erstmal. Das Zeug anzukleben ist auch das eine, aber den ganzen Kram dann unten mit den Kontaktplättchen zu verknüpfen, halt das andere. So, okay, soweit ist es in Ordnung. Jetzt muss ich das Ding hier durchstecken. Okay, dann gehe ich jetzt mal rüber und löte das hier unten an und dann sehen wir uns wieder. Dann möchte ich das hier noch draufkleben, so rum. Und dann muss ich gucken, wie ich es mache. Ob ich es einfach nur mit Öle oder lackiere. Ich weiß es noch nicht genau. Okay, es ist zusammengeschraubt, gelötet und eigentlich müsste es jetzt funktionieren. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann, naja, könnte man wieder aufladen. So, dann machen wir das einfach nochmal. So. So. Machen wir ein bisschen den Abstand hier. Nicht zu viel. Ja. So. So, ihr Lieben, jetzt habe ich den Plusleiter innen nochmal angelötet und jetzt scheint es auch zu funktionieren. Karten liegen drin. Ah, nicht ganz voll. Fast leer. Aber das sind 1,26 Volt drauf. Hatte ich mal irgendwann ausgemessen. So, so sieht es jetzt oben drin aus. Da liegen jetzt ganz viele. Da kommt jetzt noch ein Deckel drauf, irgendwie so mit so zwei, dass das richtig passt. Und dann hat sich die Sache erledigt. Und wisst ihr was? Ich öle das einfach, das Ding. Fertig. So, ihr Lieben, das ist soweit fertig. Naja, fast ähnlich. Gut, jetzt noch ein bisschen Öl drauf. Das gute Walnussöl. Klecks habe ich noch. Naja. Gut, dann kommt jetzt die Bestückung und dann kommt die Verzückung. So, plus immer in die Mitte. So, plus Mitte. So. So, ihr Lieben, es ist fertig. Fast voll mit Batterien, also dreiviertel und halb voll. Und da bin ich mal gespannt, wie lange das reicht. Das ist natürlich mit dieser Testanzeige, mit diesem hier, das ist natürlich ein neckischer Gag. Das ist jetzt nichts Ernst gemeintes. Aber man kann zumindest die Batterien mal ein bisschen auf
Füllstand prüfen, bevor man sie irgendwo einbaut. Und jedes Mal ein Messgerät rauszuzerren, ist auch ein bisschen doof. Deswegen dachte ich mir, ich baue es einfach mal so ein. Es ist jetzt nicht super schön geworden, aber es ist doch eine sehr praktische Einrichtung und ich finde, sie funktioniert auch ganz gut. So, wenn euch das gefallen hat, dann wie immer. Und wiederkommen, Glocke drücken für Abo, falls das noch nicht passiert ist. Und ja, was beim nächsten Mal kommt, weiß ich noch nicht. Es könnte sein, dass dann schon das Geifer-Match kommt. Ich möchte nichts versprechen, aber ihr wisst schon. Boch, 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 boch. Gut, also das war für heute alles. Ich sag euch mal schön tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Bastelbär. Was ist das? Was ist das? Hast du nur einen Finger? Okay. Tschüss.